Diagnose misanthropisch. Mucke wie ein Rorschach-Test. Wie du sie rezipierst, legst du schon unbewusst im Vorfeld fest. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch an dieser Stelle zu einem kurzen, knackigen Ansagevideo, wie man das von mir kennt, zu meinem neuen Album Diagnose misanthropisch. Der ein oder andere wird es durch die beiden Singles, die jetzt in den letzten Wochen veröffentlicht wurden und durch die Trailer, die auf Social Media bereits grassieren, mitbekommen haben. Am 27.09. erscheint mein neues Album Diagnose misanthropisch. Ich habe ein neues Album gemacht, beziehungsweise es ist zu 95% fertig. Ich warte gerade wirklich nur noch auf einen Feature-Part und muss hier und da noch ein paar kleine Anpassungen am Artwork vornehmen, aber das war's dann auch. Und ja, den Werbepart in diesem Video will ich so kurz wie möglich halten. Es wird mir mit Sicherheit nicht gelingen, aber ich gebe mein Bestes, wie immer. Das Album erscheint, wie gesagt, am 27.09. dieses Jahres und zwar auf CD im Jewel Case. Ihr habt mich da die letzten Jahre mehr oder weniger gut therapiert, weil ich ja großer Fan von Digipacks bin. Dieses Mal wieder im Jewel Case, inklusive Booklet mit allen Lyrics, wie ihr das von mir kennt. Und ich weiß, viele von euch werden keinen CD-Player mehr haben oder vielleicht nicht mal mehr wissen, was ein CD-Player oder eine CD überhaupt ist. Dementsprechend bekommen alle CD-Käufer natürlich auch den digitalen Download des Albums zur Verfügung gestellt. Am Release Day, 27.09. Es gibt die CD, es gibt ein Bundle für die Supporter, die Musik wirklich feiern und einfach das nötige Kleingeld haben, um da auch nochmal finanziell mit zu unterstützen bei der Produktion der Musik. Denn man muss an dieser Stelle einmal ganz klar sagen, ohne hier zu weit ausholen zu wollen, Musik zu machen kostet Geld, ist nicht umsonst. Und die Spotify- und Streaming-Klicks, die spielen das nicht wieder ein, wenn die nicht im sechsstelligen Bereich zumindest sind. Deshalb würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Album kauft, wenn ihr das Bundle kauft, insofern ihr die Musik wirklich genug feiert, als dass ihr mich da unterstützen wollt. Mit dem Bundle bekommt ihr nicht nur die CD, sondern auch ein T-Shirt mit dem Diagnose misanthropisch Logo. Das Logo finde ich in diesem Fall besonders cool. Ich glaube, das gehört zu meinen persönlichen Lieblingslogos, die ich je erstellt habe, einfach weil das so schön clean ist. Und ihr bekommt noch eine Tasse mit dem Diagnose misanthropisch Logo. Tasse deshalb, weil wir 2018 zum Re-Release von Vernissage und zum Release vom Doppelalbum Aperitif Vernissage damals Suizidalmusik-Tassen gemacht haben. In meiner Vorstellung ist das gestern gewesen. Tatsächlich ist es schon 6 Jahre her und ich werde immer wieder gefragt, wann es denn mal wieder Tassen gibt. Und eigentlich bin ich kein Fan davon, Merch-Artikel mehrfach zu produzieren, auch wenn jedes Mal ein neuer Print drauf ist. Außer bei T-Shirts, die trägt man nun mal. Kleidung kann man nie genug haben, das wisst ihr ja sicher im Alltag. Und deshalb gibt's diesmal wieder eine Tasse. Auch hier wurden, wie bei den Digipacks, eure Gebete an mich mehr oder weniger erhört. Und ein signiertes Poster mit dem Diagnose misanthropisch Cover ist auch noch dabei. Bei jeder Bestellung, egal was ihr bestellt, ob das jetzt das Bundle ist oder nur die CD oder auch nur die Tasse oder nur das Shirt, denn ihr könnt alle Inhalte auch separat erwerben. Das Ganze geht auf www.suizidalmusik.de und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da supportet. Bevor die Frage jetzt wieder aufkommt, ob am Release Day auch alles auf Spotify und Co. zu finden ist, greife ich dem mal vorweg. Nein, das werden wir wie immer handeln. Ich bin generell kein großer Fan von dieser Spotify-Playlisten-Kultur, die Musik immer mehr entwertet. Früher hat man 15 Euro in die Hand genommen, sich eine CD gekauft und wenn man mehr Musik haben wollte, als auf dieser CD war, dann musste man sich die nächste holen. Da gab es keine Flatrates, da gab es nicht diese komplette Überladung von tausenden Inhalten und die entwertet meiner Meinung nach Musik heutzutage ganz gravierend. Ist ein riesengroßes Problem der Industrie und ich möchte den Leuten, die mich besonders in besonderer Weise supporten, indem sie so ein Bundle erwerben, hier noch ein kleines exklusives Dankeschön mit auf den Weg geben, dass sie die Musik erstmal als ihren kleinen privaten Schatz bekommen und hören können. Und Streamingdienste, klar, es führt kein Weg dran vorbei. Irgendwann wird Diagnose misanthropisch auch auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen, aber nicht zum Release-Day. Das haben wir, glaube ich, bisher erst bei 1, 2 Alben wirklich mal gemacht. Ansonsten handeln wir das wirklich schon seit Jahren so, dass das Album dann irgendwann zu gegebener Zeit später rauskommt für die
allgemeine Öffentlichkeit zugänglich. Jetzt aber genug des QVC-Gelabers, reden wir doch mal über die Musik. Die ersten beiden Singles, Geißbock und Bitterschokolade, habt ihr ja bestimmt schon gehört. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, möchte ich euch an dieser Stelle natürlich dazu aufrufen, das nachzuholen. Diese beiden Songs geben die Marschrichtung des Albums vor, sowohl soundtechnisch als auch inhaltlich, wobei inhaltlich noch einige weitere Facetten auf Diagnose misanthropisch dazukommen werden. Klar, ihr habt zwei Songs gehört, nicht alle, nicht das ganze Album. Und ich habe mich beabsichtigt für diese beiden Songs entschieden, weil die noch nicht so komplett in die Vollen gehen. Wer mich nicht kennt, wird sich beim Anhören von Geißbock und Bitterschokolade vielleicht denken, wo gehen die denn nicht ganz in die Vollen? Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass das noch nicht das Maximallevel ist. Ich muss dazu auch sagen, dass Diagnose misanthropisch ein Album ist, das seinem Titel durchaus gerecht wird. Es ist durchaus sehr misanthropisch, menschenverachtend und düster geworden. Und das hat auch einen klaren Hintergrund. Die Rap-Szene hat sich in den letzten Jahren leider in eine Richtung entwickelt, die ich, drücken wir es vorsichtig aus, nicht mehr wirklich fühlen kann, beziehungsweise die ganze Musikindustrie, aber insbesondere meine Deutschrap-Bubble, mit der ich damals groß geworden bin. Ich bin in den Jahren 2005, 6, 7, 8 mit Musik von Hollywood Hank, Favorite, JAW und wie sie alle hießen, groß geworden, mit menschenverachtenden, misanthropischen Texten, die damals allgemein gefeiert wurden. Die ein oder andere Hitlerline hat damals zum guten Ton gehört. Wer ebenfalls in dieser Epoche aufgewachsen ist, der wird das bestätigen können. Heutzutage distanziert man sich davon. Heutzutage distanziert man sich von Inhalten der Künstler, die meine Musik ebenfalls maßgeblich geprägt haben. Und nicht nur meine Musik, sondern auch die Musik vieler anderer. Ich denke hier an die VBT-Zeit. 2011, 12, 13, 14 und danach hat es eigentlich auch schon aufgehört. Viele Künstler, die auch in diesen Turnieren mitgemacht haben, denen man angehört hat, dass sie von diesen musikalischen Stücken von Favorite und Co. auch geprägt wurden, distanzieren sich heute nicht nur von Favorite, Hollywood, Hank etc., sondern auch von ihrer eigenen Musik. Die sagen, ey, das, was ich da vor 10, 15 Jahren gemacht habe, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich distanziere mich klar davon. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen. Aber da ist auch dieser andere Punkt. Dieser Punkt, dieser Gedanke in meinem Kopf, der mir sagt, ohne diese Musik wärst du heute nicht der, der du bist. Diese Musik hat meine Musik krass geprägt. Diese Musik hat die Musik anderer VBT-Leute krass geprägt, die sich heute davon distanzieren. Und damit, in meiner Auffassung, das kann jeder anders sehen, ein Stück weit ihre Vergangenheit und Geschichte und Prägung verraten. Und mein Album Diagnose misanthropisch hat diese Leute als klares Feindbild. Leute, die ihre eigene Geschichte ausradieren wollen, die sich heutzutage von Dingen und Aussagen und Tracks distanzieren, die das alles hier erst ermöglicht haben, die das alles aufgebaut haben, was wir heute haben. Es war ein wichtiger Teil der Geschichte, eine wichtige Prägung auch für meinen Werdegang und ich würde mich niemals davon distanzieren. Ich würde mich auch niemals von irgendwelchen Musikstücken, die aus meiner Feder stammen, distanzieren. Klar, das ein oder andere gefällt mir heute nicht mehr, aber eher, weil es nicht auf dem Niveau ist, auf dem ich mich heute befinde. Nicht, weil es inhaltlich irgendwie fragwürdig ist oder sonst irgendwas. Und auf diese Leute, auf dieses Gedankengut, dass man sich von damaligen Tracks und Musikstücken, die einen maßgeblich mitgeprägt haben, heute distanzieren muss. Auf diese Leute spuckt mein neues Album Diagnose misanthropisch. Lasst es mich ganz unmissverständlich ausdrücken. Diagnose misanthropisch spuckt auf diese Leute. Diagnose misanthropisch ist eine Renaissance an eben jene Zeit, in der menschenverachtende Lyrics als Unterhaltung dienten, und nicht so ernst genommen wurden, nicht politisiert wurden oder sonst irgendwas. Und ich klinge wie ein alter Mann, der hier von der guten alten Zeit berichtet und der sie sich zurückwünscht. Und das stimmt auch. Ich bin inzwischen in meinen 30ern und merke, wie die nachfolgenden Generationen nicht mehr meinen Film fahren. Wie ich auch nicht mehr den Film dieser nachfolgenden Generationen fahren kann, egal ob das jetzt musikalisch ist
oder ob das inhaltlich ist. Diese neue Musikszene, diese neue Richtung Deutschrap widert mich an. Und das ist das Feindbild von Diagnose Misanthropisch. Und was das bedeutet, erfahrt ihr Anfang August mit der nächsten Single des Albums, die den schlanken Titel Das Recht der stärkeren Sprache trägt und noch einmal aufzeigt, welche Facetten mein neues Album genau bedienen wird. Diagnose Misanthropisch läuft unter der Headline Rorschach-Test. Was bedeutet das? Ich habe bewusst Wert gelegt darauf, dass viele Lines, vor allem viele provokative und fragwürdige Lines, unterschiedlich interpretiert werden können. Die ersten Lines des Albums lauten, ich zitiere, Diagnose misanthropisch, Mucke wie ein Rorschach-Test, wie du sie rezipierst, legst du schon unbewusst im Vorfeld fest. Und genau das ist die Prämisse und das Konzept des Albums. Je nachdem, wie du mir und meiner Musik gegenüber eingestellt bist, wie du auch der Musik alter Pioniere eingestellt bist, wie du generell der heutigen Zeit eingestellt bist, die das maßgebliche Feindbild des Albums ist, generell. Ja, je nachdem, wie du dem Ganzen eingestellt bist, wirst du dieses Album anders verstehen, wirst du einzelne Lines anders verstehen, weil sie, und das ist ebenfalls ein Zitat von meinem Album, ein Balanceakt auf Stacheldraht sind. Das sind Lines drauf, die kannst du komplett gegensätzlich interpretieren, die kannst du mir falsch auslegen, du kannst mir den größten Mist in den Mund legen, aber ich habe ihn nicht gesagt. Das ist alles Interpretationssache. Und das ist eine der großen Prämissen von diesem Album. Man kann sehr viel interpretieren und das hat meine Musik meiner Meinung nach auch schon immer ein wenig ausgemacht. In diesem Sinne, es gibt noch sehr viele Sachen, Punkte, die ich ansprechen könnte zu diesem Album. Aber wir haben ja noch knapp 2 Monate und die Promophase ist natürlich noch nicht beendet. Die hat gerade erst angefangen. Ihr habt 2 Singles, die 3. Single-Ankündigung habt ihr jetzt schon bekommen. Anfang August geht es weiter. Und ich bin sehr gespannt auf eure Rezeption dieses Werks und wie ihr es auffasst. Im Endeffekt ist es eine Renaissance an alte Tage der Misanthropie, die damals salonfähig gemacht wurde und die von mir jetzt wieder salonfähig gemacht wird. Vertraut mir, das wird knallen und das wird garantiert nicht jedem gefallen. Der Vorverkauf läuft bis Anfang August. Das bedeutet, wer bis Anfang August bestellt, bekommt auf jeden Fall ein Bundle mit einem Shirt in seiner Größe. Wer danach bestellt, wenn wir die Produktion gestartet haben, der könnte eventuell leer ausgehen. Das hat einfach den Hintergrund, dass sobald wir die Produktion starten, es nicht mehr so leicht ist, die Auflage nachträglich zu erhöhen, weil wir sowieso nicht in Dimensionen von tausenden Produkten kalkulieren oder pressen. Wenn die Auflage festgelegt ist, spätestens dann solltet ihr tatsächlich bestellen, um noch ein Bundle zu bekommen, wenn ihr denn eins wollt. Viele Worte, viele Gedanken und da kommt noch viel mehr. Ich habe noch viel mehr zu sagen zu dem Album. Ich will euch jetzt nicht komplett überladen und ich will euch natürlich auch den Überraschungseffekt nicht verderben. Es wird auch noch ein Snippet und alles geben, keine Sorge. Aber wir haben auch noch, wie gesagt, 2 Monate. In diesem Sinne bin ich jetzt erstmal raus. Und ihr geht auf suizidalmusik.de und bestellt Diagnose misanthropisch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Diagnose misanthropisch, ich folge blinder Logik und halte nichts von diesen unwoken Gefühlschaoten. Symptomatik, Diabolik, Diagnose misanthropisch, meine Saat gedeiht in bipolaren Klimazonen. Diagnose misanthropisch.